wir sind heute hier im Gesundheitszentrum Teltow und befragen Menschen, die hier zufällig ein- und ausgehen und hier was zu erledigen haben, nach ihrer Einschätzung zu Vielfalt in der Region Teltow-Stahnsdorf, Kleinmachnow. Wie erleben Sie Vielfalt hier in der Region? Es gibt hier eine enorme Vielfalt, aber ich stelle auch immer wieder fest, dass sie gar nicht so genutzt wird, wie es eigentlich erfreulich wäre. Wir erleben Vielfalt vor allen Dingen deswegen oder auch vor allem dadurch, dass es viele verschiedene Menschen aus vielen verschiedenen Ländern gibt, die inzwischen hier leben. Also ich habe mal gehört, in Kleinmachnow, in den Kitas sind inzwischen 60 Nationen. Also das hört man schon, das sieht man auf der Straße. Also ich finde das eigentlich wirklich gut, dass es hier jetzt auch internationaler zugeht. Ich wohne in Teltow seit 27 Jahren und das ist viel, hat sich sehr verbessert, ja. Als ich, wenn ich vergleiche von früher als heute. I think for me, I have seen, okay, we are not so many people of my color here in this country, all in this region, but so far, I haven't experienced anything that threatened me. All people are not very rude to me. So I think in terms of diversity, there is acceptance, but maybe there are fewer people of my color. In this, that's what I can say. Viele Leute hier kennenlernen aus anderen Kulturen. Das ist für mich Vielfalt hier in der Region. Und was können wir denn voneinander lernen? Fast alles. Das insbesondere können wir lernen, dass die Mentalität, die hier leider bei einigen herrscht, sich über Kleinigkeiten zu echauffieren, im Anbetracht der großen Herausforderungen, die auf uns zukommen und der Lebensumstände, unter denen andere Menschen leben, doch mal in die richtige Perspektive zu rücken. Unterschiedlich. Die Art, zusammenzuarbeiten, die Art, zu kochen zum Beispiel, kulturelle Dinge, Musik, unterschiedliche Musikinstrumente und Sprachen natürlich. Und heute bei der Globalisierung müssen wir mehrere Sprachen sprechen, dann die Vielfalt praktisch so zusammenkommen kann. Tatsächlich sehr, sehr viel. Also die Mentalität an sich, dass, wenn man das so sagen darf, wir Deutschen so erpicht sind, das muss perfekt sein, man muss pünktlich sein, dies, das, das muss alles nach Vorschriften alles ablaufen und einfach diese Gelassenheit. Dann ist man halt 1-2 Minuten später, dann fehlt halt das eine. Es gibt Schlimmeres, bin ich einfach der Meinung. Natürlich im Bereich, also zum Beispiel Essen, natürlich gibt es Neuheiten aus anderen Ländern, die man sich halt, also es gegenseitig zeigen kann. Kann man sich auch gegenseitig Sprachen beibringen und auch, weiß nicht, Erzählungen einfach über das eigene Land, auch möglich. Ja. Alles. Man lernt immer wieder was Neues voneinander. Wir können ja nicht alles können und wissen. Und wenn wir jetzt daran denken, Vielfältigkeit, da sind ja verschiedene Kulturen, verschiedene Traditionen, verschiedene Sprachen. Dann, wenn ich kein Englisch kann, dann kann ich das lernen. Oder wenn ich kein Chinesisch kann, kann ich das auch lernen. Ich denke, konkreter etwas zu lernen, ist schon wichtig. Also Neues zu lernen ist immer gut, das würde ich sagen. Haben Sie vielleicht eine Idee, was man noch so an Angeboten schaffen könnte, damit sich mehr Menschen auch begegnen? Ja, also ich würde persönlich auch mehr was für Ältere, so Treffs, wo ganz ältere Leute, die jetzt vielleicht noch zu Hause oder gerade die noch zu Hause wohnen, alleine sind. Ich habe gerade hier meinen Schwiegervater, der ist eben, aber der traut sich oder geht nirgendwo hin, weil das meistens nur Seniorenheime sind, da will er nicht hin, aber wo es noch mehr Punkte gibt, wo es mehr so eine Punkte gibt, wo Junge dabei sind, nicht nur Ältere, weil er sagt, ich kann die Krankheiten nicht hören, krank genug bin ich selber, ja, dass man da vielleicht doch mehr schafft. Man muss selber sich immer mit eingeben, dass es so ist. Also freundlich zueinander sein, liebevoll und nicht die so verachtend angucken, das mache ich auf keinen Fall. Und wer positiv zu mir ist, zu dem bin ich auch positiv. Das ist ganz egal, woher er ist. Veranstaltungen, Künstler, die Bilder malen. Ja, eher so Feste, würde ich sagen, wo man kennenlernt, die Kultur, das Essen. Also ich sag mal, Liebe geht durch den Magen und ich glaube, das ist so
das, wo man sich auch gut verknüpfen kann miteinander. Man lernt neue Kulturen kennen. Über die Kinder kann man sich sehr gut austauschen, weil Kinder sind ja sehr frei in diesem Kennenlernen und ich denke so Familienfeste. Ach, naja, man könnte einiges machen. Vielleicht halt zum Beispiel, dass man halt so Treffpunkte macht auf dem Hof oder im Garten, dass man da halt sagt, naja, komm, wir laden euch mal alle ein, wir lernen uns einfach mal alle kennen, weil das, finde ich, halt merkt man halt auch nicht. Man kennt seinen Nachbarn nicht mehr, man stellt sich nicht mehr vor, sowas. Also, dass man das vielleicht in einer Wohngemeinschaft oder im Haus, wie auch immer halt, denke ich, macht. Oder halt allgemein, finde ich, zum Beispiel halt auch sich draußen treffen, so im Park, dass man einfach mal beisammen sitzt. Sowas würde ich persönlich jetzt halt gut finden. Was macht Teltow oder die Region für die interkulturelle Begegnung? Also als erstes mal fördert sie dieses Projekt, was wir gut finden, weil interkulturelles Zusammenleben ist leicht und schwer, muss dafür getan werden und es ist natürlich immer schön zu sehen, wenn alle zusammenleben und gemeinsam etwas unternehmen. Dann ist es gut. Liebe Stadt Teltow, vielen Dank. Welche Sachen bieten wir denn an für die interkulturelle Begegnung in dieser Region? Also wir haben Einrichtungen, Beratung, also die Migrationsberatung. Wir haben unser Café, wir haben unser AWO-Haus Teltow. Und überall versuchen wir, dass alle, egal woher sie kommen, dort ihre Anbindung finden, ihre Beratung finden, dass sie jederzeit Ansprechpartnerinnen haben bei unseren Mitarbeiterinnen, die wirklich nett und kompetent sind. Das ist ja immer wichtig. Und das freut uns natürlich, dass das nochmal dargestellt wird, damit auch der Letzte findet. Also wenn alles schön ist, kann es ja immer noch schöner werden. Drei Wünsche? Drei gleich. Also erstmal überall, wo das AWO-Schild dran ist, ist auch das AWO-Herz drin. Dafür sorgen unsere Mitarbeiterinnen. Und ich wünsche mir, dass alle uns finden und dass dann auch weitergeholfen werden kann bei den individuellen Problemlagen oder bei Handlungsbedarfen. Und dass das Zusammenleben immer besser wird.